Wie ihr oben gelesen habt, habe ich für euch einen kleinen Abendhaul. Ich habe mit meiner Kollegin wieder zusammen bestellt und wollte euch mal schnell die Sachen zeigen, was ich mir... Also ich habe relativ viel gefunden, komischerweise. Meine Kollegin, mit dem fange ich an, die hat nicht so viel gefunden. Und zwar, die wollte dieses Set haben von Avancare, diese Coconut-Geschichte. Und zwar, da ist einmal eine Cream dabei. Hier dieser große Pot, das ist ein riesen Ding mit, wie viel Milliliter ist da drinnen? 400 Milliliter, also schon so ein Riesenteil, ihr seht, im Gegensatz zu meinem Kopf. Und ein Body Wash. Genau, also die zwei Sachen, also ich rieche mal dran, ich denke, das wird sie mir verzeihen. Das riecht wirklich gut, ganz frisch. Ja, also die zwei Sachen hat sie sich bestellt. So, jetzt tue ich mal die Sachen, was ich bestellt habe, mal daherstellen. Genau, also wenn ihr Bock habt, ihr könnt gerne über meinen Online-Shop bestellen. Den habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Wenn ihr Bock habt, müsst ihr nicht, aber könnt ihr gerne machen. Ich habe mir dieses Mal ein Parfümset bestellt. Und zwar, das fand ich ganz interessant, dieses hier. Da waren drei Sachen dabei, das hier. Und für die Handtasche noch so ein kleines Spray. Also diese drei Geschichten habe ich mir bestellt. Und ich fand den Duft echt einmal ein bisschen anders. Also für den Sommer wäre es jetzt nichts für mich, muss ich sagen. Das ist der hier, der heißt Splendoria Far Away. Weil er relativ schwer ist, muss ich sagen. Hat hier so eine kleine Tessel mit dran, ganz niedlich. Hat eine wirklich schöne Verpackung. Und es ist aber ein ganz schwerer Duft. Also eigentlich ist das gar nicht so mein Fall, muss ich sagen. Weil ich eher auf fruchtige, süße, leichte Düfte stehe. Aber irgendwie hat mich der angesprochen. Genau, also der hat wirklich so einen schweren... winterlichen Duft, aber im Winter mag ich sowas. Das ist genauso Hypnotic Poison von Dior. Liebe ich, aber geht nur im Winter. Also im Sommer ist mir der viel zu schwer, aber den mag ich auch gerne und der erinnert mich da ein bisschen dran, muss ich sagen. Also da war eben dreiteilig, ne, das hier. Dann ist hier noch eine Bodylotion dabei gewesen. Habe ich halt im Set genommen, was einfach günstiger war. Und hier auch ganz interessant für die Handtasche. Ich mache es euch mal auf. War da noch so ein kleines Handtaschenspray dabei, in der Größe, wie viel Milliliter sind es? Oh, müssen wir mal auf der Verpackung schauen. So ein kleines, sehe ich jetzt gerade, doch 10 Milliliter. Na, hier steht es. Genau, für die Handtasche fand ich auch super gut. Und das hat oben auch so ein Pumpzerstäuber, hier seht ihr es, ne? Genau, und genau, wie gesagt, das fand ich ganz interessant. Hat wirklich einen kräftigen... Doch, ich mag es echt gerne. Also es ist mal eigentlich für mich eine ganz andere Richtung, aber ich mag es gerne. Dann habe ich mir hier ein Duschgel bestellt und zwar eine Shower Cream. Den Duft fand ich auch ganz toll. White Peach and Vanilla Orchid Scent mit Macadamia-Nussöl steht drauf. So sieht es aus und es riecht so gut, Leute. Es ist so ein warmer, aber doch fruchtiger Duft. Also da geht es jetzt wieder in meine alte, gewohnte Duftrichtung zurück. Ja, das ist frisch, fruchtig, cremig. Also das ist ganz, ganz, ganz toll. Also hat mir echt gut gefallen. Dann habe ich mir hier noch ein Body Mist bestellt. Also die liebe ich ja von Avon. Die sind günstig, die riechen super gut. Ich fliege demnächst nach Bali. Also demnächst, jetzt haben wir ja schon Oktober, am 26. Oktober fliege ich mein Travel Buddy nach Bali. Freue ich mich tierisch drauf. Ich will euch natürlich wie immer mitnehmen. Auf jeden Fall nehme ich da auch ganz gerne so kleine Fläschchen mal mit zum Erfrischen, ne? Weil dort ist es wahrscheinlich auch relativ schwül warm. Deswegen, genau, reden wir gar nicht lange rum. Wir sind jetzt beim Avon Hall, da bin ich jetzt etwas abgekommen mit meiner Bali-Reise. Aber genau, dieses Body Mist habe ich bestellt in der Duftrichtung Jasmin Whisper. Jasmin and Magnolia. Ja, auf jeden Fall, Leute. Riecht es auch dermaßen geil, wirklich. Ja. Ja, ich liebe das einfach. Ja, ein ganz besonderer Duft. Ich kann es gar nicht wirklich beschreiben. Blumig, frisch irgendwie. Ja, gefällt mir richtig gut. Das musste ich auch haben. Das war auch relativ neu. Und dann habe ich mir hier noch was bestellt, weil ihr wisst ja, meine Haare, ne, sind recht trocken und so. Und da habe ich mir hier so ein Serum bestellt. Das fand ich auch super interessant. Ich mag den Duft super gerne. Das soll gegen Spliss schützen und so. So sieht es aus. Ich mache es euch mal auf, die Verpackung.
Und zwar, das ist so ein Glasfläschchen, schaut recht edel aus, mit so einem Pumpspender. Auch das können wir jetzt mal gerne live versuchen. Das dürfen wir auch ins trockene Haar reinmachen. Also mein Orangestich ist immer noch ein bisschen da, ist aber schon besser geworden. Ich habe jetzt schon ein paar Mal das Blau-Shampoo genommen, ne? So, schaut aktuell meine Mähne aus. Jetzt probieren wir das hier mal aus. Ne, nehmen wir da mal so viel. Oh, der Duft, Leute, ist so geil. Also mag ich richtig gerne. Genau, und das gehen wir jetzt hier mal in die Länge ein bisschen rein. Hat zwar keine Haarbürste da, aber macht nichts. Verteilen wir jetzt ein bisschen. Ne, genau. Und dann schauen wir mal, wie das riecht, das Ganze. So, ui. Oh, Leute, das riecht so gut, wirklich. Gefällt mir richtig gut. Ja, natürlich wäre es jetzt schöner, mit einer Haarbürste durchzugehen, aber die habe ich jetzt gerade nicht im Wohnzimmer. Nicht schlimm, aber das riecht wirklich gut, Leute. Also, das kann ich euch auch empfehlen. Von dieser Reihe gibt es auch noch Shampoo und Spülung. Aber wie gesagt, ich war jetzt auf dieses Serum einfach mal scharf. Genau, weil ich, wie gesagt, jetzt meine Haare halt extrem pflegen will, weil die jetzt schon sehr trocken sind durch die Aufhellerei und ja, genau, und halt auch durch meine Schlauchmagen-OP habe ich halt totalen Haarverlust und ja, da kommt jetzt alles zusammen, aber egal. Ja, meine Lieben, das war schon gewesen, es war wie gesagt ein kleiner Haul, ich habe halt für mich ein paar Sachen bestellt, für meine Kollegin dieses Set und das war es gewesen. Wie gesagt, Shop ist verlinkt in der Infobox, wenn ihr Bock habt, über meinen Online-Shop zu bestellen, gerne, würde ich mich freuen. Ja, das war's gewesen, meine Lieben. Erzählt mir mal, welches Produkt euch hier am meisten interessieren würde. Würde mich echt mal spannend interessieren, welches ihr cool findet oder interessant findet. Und ja, näher, das gibt es dann im Aufgebraucht-Video dazu. Da habe ich die Sachen dann schon ein paar Mal verwendet und kann dann da ein bisschen mehr dazu sagen. Also hier Serum und so, ne? Genau, das war's gewesen, meine Lieben. Ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Video. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und bis dann. Ciao.